Der Vorsitzende des AfD-Notvorstands Heiner Löhmann hat eine Kandidatenliste zur Bürgerschaftswahl eingereicht. Genau wie der stellvertretende AfD-Landesvorsitzende Sergej Minich. Es kann aber natürlich nur eine Liste geben. Erörterungstermin beim Wahlamt. Wir sind in Deutschland, wir sind in einem Rechtsstaat. Die Rechtsstaatlichkeit wird gewinnen und deswegen gehe ich da ganz positiv rein. Rechtlich kann das Wahlamt keine zwei AfD-Listen dulden. So viel ist klar, damit überhaupt eine der Listen zugelassen wird, müssen sich die beiden gegnerischen AfD-Gruppen irgendwie einigen. Das Amt äußert sich nicht zu dem Verfahren. Nach einer Stunde ist der Termin zu Ende. Ich werde jetzt die Internas aus dem Gespräch natürlich nicht weitergeben. Aber man hat sich unterhalten gehabt, man hat Wege aufgezeigt bekommen und dann schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Das heißt, es gibt Wege, beide Listen zusammenzupacken irgendwie? Das habe ich nicht gesagt, nein. Also Internas werde ich jetzt nicht preisgeben, aber es wurden dann Wege aufgezeigt, einen gangbaren Weg. Bis Anfang März müssen die beiden AfD-Gruppen eine Lösung mit einer Liste finden. Sonst gibt es gar keine AfD-Liste.